Was mich von Anfang an Thomas' Bildern fasziniert hat, war das Leuchten in diesen Bildern. Und völlig egal dabei, ob es sich um so einen Mohn hier handelt, um Glasflaschen, um diese magische Flusslandschaft hier, Kanal oder solche glühenden Rapsfelder. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich nutze den Besuch bei ihm heute, um ihn zu fragen, wie er das hinkriegt, wie er seine Bilder so zum Leuchten bringt. Also werden wir die nächsten Minuten mit Thomas verbringen, um ihm genau diese Frage zu stellen. Da ist er. Thomas, ich hoffe, wir stören dich nicht. Nein. Hallöchen. Hallöchen. Und danke, dass du bereit bist, mit uns heute über Farben und das Leuchten in den Farben zu sprechen. Ja, am liebsten mache ich eigentlich alle Techniken. Ich liebe alle Techniken, aber Öl mache ich also in letzter Zeit unheimlich gerne, weil mir die Technik hilft, mich von meiner sehr strengen Gegenständigkeit zu befreien. Und das dank des Spachtels. Ich arbeite also woanders auch als Malmesser bekannt mit diesen Teilen. Das sind also große und kleine Spachtel. Ich nenne die einfach nur Spachtel. Okay. Aber wie gesagt, im Katalog stehen die als Malmesser. Und geht aber nicht nur. Ich brauche also auch hier solche Borstenpinsel. Preiswerte Sache. Die sind schön steif, damit kann man die Farbe gut verteilen. Und damit untermale ich die Bilder nach wie vor. Das ist eben das, was ich überhaupt bei meinen Ölbildern mache. Auch bei den Impasto-Bildern. Die werden alle dunkel untermalt, und zwar in den Schattenfarben. Ich fange an, stelle diese Untermalung fertig. Das geht also, da kann man richtig schön schlunzen. Das geht sehr schnell. Danach steht das Gerüst und befreit also eigentlich dann auch bei der Übermalung, wo eigentlich die Farben eingesetzt werden. Hier bei sowas zum Beispiel. Da habe ich im Grunde genommen schon die Komposition stehen. Die Untermalung befreit mich davon, also nochmal drüber nachzudenken. Das Ganze ist richtig hingehudelt und bei der Übermalung kann ich mich dann voll auf die Farbwirkung konzentrieren. Im Idealfall, wenn ich jetzt nur mit dem Pinsel male, dann kann ich den Schatten auch stehen lassen, den ich male. Und ein grüner Schatten ist eben grün gemalt und ein roter Schatten rot und ein blauer Schatten, hier scheint es zum Teil auch noch durch, da zum Beispiel, der ist eben blau untermalt und so weiter und so fort. Das sieht bei mir so aus. Das ist die Vorzeichnung. Ich mache das mit meinen Malschülern, damit so ganz einfachen Sachen, nur für die Einführung. Damit also du machst die Vorzeichnung mit Pinsel? Ja. Nicht mit Bleistift, Graphit, nein, Kohle, irgend sowas? Das ist ja sowieso eine deftige Technik. Da brauche ich keinen Bleistift oder sowas, verschwindet ja alles. Also mache ich das mit dem Pinsel. Okay. Ich kann den Pinsel genauso korrigieren wie eine Bleistiftzeichnung, nur einfacher, indem ich einfach mit Terpentin alle wieder wegwische. Stark verdünntes Terpentinpinsel, Vorzeichnung. Ganz genau. Ich male also mit stark verdünnten Farben und so sieht dann die Untermalung aus. Stark verdünnt. Okay. Ja? Noch relativ grob. Ja. Ganz grob, das heißt also, ich kann wirklich hudeln. Mhm. Ne? Ich brauche mich nicht so sehr. Ich achte schon darauf, dass so ein paar Beulen an der Tomate da sind, wo sie hingehören. Und wenn ich fertig bin, dann sieht die Tomate so aus. Dann ist sie übermalt. Nur ist das jetzt alles mit dem Pinsel gemacht. Aber jetzt kommt natürlich die große Frage, die mich immer beschäftigt, wenn mir jemand sagt, mal doch mal mit Öl. Beschäftigt mich die Frage, das dauert doch ewig. Wenn du das mit Terpentin andünnst, wie lange braucht denn so eine Vorzeichnung her, bis sie trocken ist und du so drüber malen kannst? Also diese beiden Geschichten, also bei dieser einfachen Auffassung, die sind innerhalb einer Viertelstunde fertig. Viertelstunde? Ja. Getrocknet? Fix und fertig? Wir sind fertig. Okay. Das ist hier vielleicht noch, wenn ich drüber streife, könnte es sein, dass ein bisschen grün an den Fingern bleibt. Also ganz leicht. Ne? Ja. Aber es wird also wirklich mager untermalt. Das ist auch die alte Technik, das ist richtig. Es wird mager untermalt. Und dann wird Fett übermalt und wenn das Fett genug ist, dann holt das auch den Untergrund nicht rauf und dann entstehen leuchtende Farben. Irgendein Malmittel außer Terpentin? Ja, aber das sind wasserlösliche Ölfarben, kann ich natürlich also auch mit Wasser machen. Wieso wasserlösliche Ölfarben? Weil wasserlösliche Ölfarben nicht stinken und weil kein Terpentinöl drin ist. Und mit anderen Worten, meine Gesundheit wird nicht angegriffen. Und wo ist jetzt der Unterschied zwischen Acryl und wasserlöslichem Öl? Öl lässt sich viel geschmeidiger verarbeiten. Acryl ist immer ein bisschen stumpf und trocknet sehr schnell draußen. Okay. Muss nicht unbedingt sein, aber trocknet sehr schnell und man kann nur sehr schwer Verläufe herstellen und das Öl ist geschmeidig und
ja, lässt sich auch leichter spachteln, das macht einfach mehr Spaß. Ne? Also man kann dann mal davon ausgehen, dass das auch ungiftig ist, wenn das wasserlöslich ist. Genau, da ist, so ist keine das, Chemie geht, dran. Geht auch nicht auf die Lungen. Im Prinzip ist das eine Emulsion, also kennt man ja, sag ich mal, aus der Metallverarbeitung. Da wird also Öl und Wasser zusammengemischt, um das, die Schleifwerkzeuge zu kühlen. Und so ähnlich ist die Ölfarbe auch aufgebaut. Sind das besondere Pigmente? Sind ja sehr, sehr leuchtend, sehr intensiv, die Pigmente, die du benutzt. Irgendwas? Nein, das ist meine Farblehre, die ich ja gerade noch erklären wollte. Das hat mit den Pigmenten nichts zu tun. Das mache ich eigentlich mit jeder Farbe. Okay, wir geben Peter gleich die Möglichkeit, seine Farblehre zu erklären. Das sind also Standard, Winzer, Newton, Schminke, irgendwas Besonderes? Die Farbe hier, das ist Artisan von Winzer und Newton. Artisan von Winzer und Newton, okay. Und die kann ich witzigerweise auch mit ganz normalen anderen Ölfarben vermischen. Nur kann ich dann nicht mehr mit Wasser weitermachen. Wenn ich dann plötzlich mit richtigen Ölfarben, also konventionelle Ölfarben mit den wasserlöslichen vermische, das geht. Ich kann also bedenkenlos in wasserlösliche Ölfarben investieren, meine Alben dabei verbrauchen und dann das geht. Das macht überhaupt keine Probleme. Es gibt ja auch Bilder, wo also mit beiden Farben gemalt worden ist. So, also leuchtende Farben, nicht nur, weil das eben ein tolles Pigment ist, sondern leuchtende Farben auch, weil du sehr, sehr gezielt Komplementärkontraste, Kontraste und Farblehre einsetzt, richtig? Ja, genau so. Und wenn man jetzt an die klassische Untermalung denkt, ich hole jetzt hier mal einen Farbkreis raus. Im Grunde genommen, sage ich mal, der Farbkreis selbst ist der von unserem Altmeister Johann Wolfgang Goethe. Nur habe ich die Farben umgestellt. Ich habe damit also experimentiert. Und diese Farben sehen also ganz anders aus als in dem goethischen Farbkreis. Ui. Das heißt also, wir haben ein anderes Rot, wir haben ein Tiefviolett, wir haben ein leuchtendes Orange, das Zitronengelb kommt eben noch am nächsten, das Grün ist kalt und so weiter, die Farben sind alle sehr kalt. Und es geht eigentlich darum, Kontraste zu erzeugen. Der stärkste Kontrast ist ja eigentlich der Komplementärkontrast. Mhm. So, wenn ich jetzt also hergehe und sag ich mal, eine Untermalung mache, klassisch ist das so bei vielen Malern, dass die, sag ich mal, monochrom ist. Mhm. Ja, also grau, braun, oder hast du nicht gesehen. Und bei mir ist die farbig. Das haben wir an dem Apfel gerade gesehen, ja. Ja, bei mir ist die farbig. Das heißt also, eine Tomate ist immer noch rot, aber dunkelrot, also gebrochenes Rot oder unbunte Farben, kann man es auch nennen. Und ein grüner Baum ist immer noch grün. Also Farbkreis aus 6 Farben. Mhm. Im Prinzip, die 3 Primärfarben sind ja die, die im Licht so vorhanden sind. Das heißt also, wenn die im Licht vorhanden sind, dann muss ich sie auch sehen. Ja. Ja? Und wenn ich die zusammenmische, dann erzeuge ich einmal ein Schwarz oder Grau. Und ich kann aber, wenn ich da mehr Rot rein tue, dann habe ich ein Dunkelrot. Und wenn ich mehr Grün rein tue, habe ich ein Dunkelgrün. Ja. Und wenn ich mehr Violett rein tue, habe ich ein gebrochenes Gelb, also dunkles Gelb. Und wenn ich in das Violett mehr Gelb rein tue, habe ich ein gebrochenes Violett. Das gleiche mache ich mit Blau. Wenn ich da Orange reinpacke, entsteht ein stumpfes, also ein gebrochenes Blau. Und bei Orange entsteht eben sowas, das fast schon braun aussieht. Wenn man Blau reinpackt. So. Das heißt, dieser Mischton hier unten, um es nochmal klar zu machen, ist immer die Mischung aus der Farbe drüber und der Farbe links daneben, beziehungsweise der Farbe rechts daneben. Ganz genau. Okay? Ja? Das heißt, dieses Dunkelblau ist der Mischton aus Gelb und diesem Blau und dieses dunkle Gelb, dieses Blau und dieses Gelb, richtig? Ja, genau so. Jetzt behaupte ich schlicht und ergreifend, mehr Farben als die hier gibt es ja gar nicht, als die 6. Alles andere sind Mischungen daraus. Das soll so sein, jawohl. Abarten davon. Also ich sag mal, es gibt also ein Cadmiumgelb, das kann ich also erzeugen, wenn ich im Farbkreis nebeneinander mische. Ja. Und solche Geschichten. Und wenn ich jetzt ein Bild untermale, dann entsteht dieses Bild in diesen schattigen Tönen. Okay, das heißt also, du nimmst immer die Schattenfarben hier drunter für die Untermalung. Ganz Hast genau du die vorgemischt oder mischst du die jedes Mal wieder neu zusammen? Die muss ich ja jedes Mal neu mischen, okay. Weil das ist ja, sieht ja alles immer anders aus. Okay. Ne? Und bei, so, bei der Übermalung ist es jetzt so, dass da ganz viel Weiß zum Teil mit reinkommt, damit das leuchtet. Ja. Also wenn ich, das leuchtet ja noch gar nicht richtig, aber wenn ich jetzt hier sowas sehe oder andere Bilder, da fängt das ja an zu flimmern. Ja. Und das erziele ich natürlich dadurch, indem ich, das ist auch bei Ölfarbe ganz wichtig, mit sehr viel Weiß male. Ne? Bei Aquarell brauche ich das nicht, weil ich ja das Weiß des Papiers habe. Mhm. Dann muss die Farbe nur viel dünner sein. Mhm. Und hier ist es so, dass ich also meine Farben mit Weiß aufhellen muss, sehr stark. Mhm.
So, man könnte ja auch sagen, wenn man das hier anguckt, ja, was wir gerade besprochen haben, dass du mit einer sehr eingeschränkten Farbe... Also muss ich mir das so vorstellen, dass du wirklich nur mit 6 Tuben Farbe losziehst? Nee, das tue ich nicht. Dazu bin ich zu faul. Es ist ja so, wenn man jetzt mischt und man vermischt sich, dann fängt man wieder von vorne an. Ja. Also dann ist es schon einfach an einigen Stellen, sich jetzt nicht, also sage ich mal, ein Cadmiumgelb zu mischen und das dann wieder mit Violett zu brechen oder sowas, sondern dann mache ich das eben tatsächlich so, dass ich zu meiner Farbpalette noch ein paar andere dazu habe. Okay. Maximal sieht das so aus. Gehen wir auf die andere Seite. Ups, ist da nicht so ein Weg. Klemmt. Warum? Weiß ich auch nicht. Da. Ah ja, okay. Also diese, das ist meine komplette Farbpalette. Stückchen das Licht darüber, das Licht haben. Das ist meine komplette Farbpalette, wobei ich also davon, sage ich mal, meistens nicht mehr als 10 Farben mitschleppe. Okay. Ne? Dabei sein muss immer weiß. Und davon benutzt du reichlich. Zitronengelb, orange. Und Cadmium nehme ich auch mit, wegen der Grastöne. Dann brauche ich dieses Krabrubin, dieses Violett. Ultramarin. Also heißt das einfach nur Violett hier? Ja, Tiefviolett. Tiefviolett. Woanders heißt es auch Blauviolett. Dann brauche ich unbedingt dieses Grün. Heißt? Das ist also Phthalogrün oder Chromoxidgrün. Mhm. Und das ist eine Abart, die kann ich auch ganz gerne nehmen. Und Ocker habe ich meistens. Schwarz nehme ich nur selten mit. Mit Schwarz mische ich mir eigentlich auch nur Grüntöne. Okay, mit Schwarzgrün, ja, damit die nicht zu leuchtend sind und so. Ja, weil es gibt also aus Schwarz-Grüntöne zu mischen, das ist eine ganz spannende Geschichte. Die kann man nirgends kaufen, das sind wirklich richtig schöne Farben, die dabei entstehen. Ich bringe also Farben dadurch zum Leuchten, dass ich die Farben, die Untermalung komplementär breche und dann die reine Farbe draufsetze mit Weiß gemischt. Okay. Und dann entsteht sowas hier oder sowas oder sowas oder sowas oder auch sowas und sowas. Und das ist eigentlich im Prinzip das ganze Geheimnis dieser flimmernden, leuchtenden Bilder, wie zum Beispiel das da drüben. Wenn du da mal hinschaust, das große rechts mit dem Ausgraben, auf diese Art und Weise entsteht das. Und das ist keine Frage der Pigmente, das mache ich also auch mit dem Duschkasten von meinen Kindern.